Heute haben wir wieder einen wunderschönen Stollen, der Verbindung hat mit dem Altbergbau, Mittelalter, 15. bis 16. Jahrhundert. Ihr seht es, ein wunderschöner Stollen. Hier handelt es sich um Neuzeit und weiter hinten werden wir dann auf einen Altbergbau stoßen, den wir heute fahren werden. Sehr interessant. Jetzt machen wir mal hier rein, der Altbergbau löschen. Da schickt er mich wieder dort rein, wo es enge. Aber ich kann ja hinten umdrehen, hoffe ich mal. Was ist da? Es ist eng. Mein Held, ein schwierig. Komm mal. Entweder Streckenkreuz oder zu. So. Hier ist zu. Ihr Lieben, jetzt sind wir wieder im Altbergbau, also im weiteren Teil angekommen. Ihr seht's, alles noch alt ausgebaut mit Stämmen, drüber lagen Bretter, wo die dann gelaufen sind. Und hier ist eine Abbau nach oben. Hier kommen wir rein und jetzt machen wir hier hinter. Man sieht es halt richtig deutlich, dass es hier wirklich Altbergbau war. Und die sind auf die Höhe gelaufen, unten drunter war Wasserführung. Deswegen waren die Stämme drin. Oder? Hier gibt es rein. Ein kleines Hauptfahrt. Ja, ich komme hier wie in die Treppe reingemeißen, Gestein. Sieht auch geil aus, so. Schauen wir hier, was noch weitergeht. Ja. Machen wir erstmal hier durch, ja? Willst du mir hintergucken, Jesse? Ne, dann ist das mal gut. Ja? Warte. Sieht nicht aus, als wäre das jemand Freund, ja. Das ist bewohnt, ist das. Hä? Das ist bewohnt, genau. Ihr seht, sehr eng, aber machbar. Warum machst du mir hier reingucken? Da ist nichts. Alles Altbergbau, ihr seht, der Wahnsinn hier. Ach, hier ist es zu. Oh. So. Jetzt gucken wir hier nochmal hoch.
Ah, du. So. Riesengroßer Abbauraum nach oben. Mega. Oh, schaut euch so einen Abbau an. Wahnsinn. Übel. So, noch mal weiter rein. Halb schwierig schräg hier. Und dann haben die den Gang hier rauf komplett abgebaut. Wahnsinn. Schaut euch das an. Wisst ihr, hat man nicht geguckt, hat man es nicht gewusst. Hier ist zu. Und daher, hier rauf. Bestimmt 10 Meter hochgegraben. Wir machen jetzt nochmal hier hinter und gucken, was da ist. Hier, dieser Stempel hält den ganzen Berg. Hier, der. So. Oh, hier. Hier plätschert. Da gucken wir doch gleich mal hin. Hier geht auch noch ein Gang rein. Hier haben wir. Hier scheint ein Schacht zu sein. Ach du Sau, geil. Schaut euch das an. Schaut euch diesen schönen Schacht an. Da von oben nach unten führt, wo das Wasser hier runterläuft, die Versinderung. Sieht das nicht geil aus hier? Wahnsinn. Wir haben auch gerade nichts gefunden. Wir waren hier schon mal, aber so viel haben wir noch nicht gesehen. Wahnsinn. So, jetzt machen wir hier wieder zurück. Hey. Komm los! So, da krabbeln wir mal hier hinter. Hier hinter, ne? Gut. Ja, oh, geil. Wie ein Hund, hier muss man ja rein. Was? Wie ein Hund. Och, hier geht's auch noch hoch. Hä? Kann man sich nicht vorstellen. Was? Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist aber so. Das ist krank. Wir haben das alles rausgeschafft. Jetzt so. So. Hier war noch keiner hin auf der Suppe. Geht. Aber kriegen durch heute nicht. Ja, hier ist auch nach oben. Ja. Jetzt sollen wir machen, drehen wir auch noch rum. Stieg. Aber jetzt geht's hier runter. Au, siehst du? Immer einen Helm aufsetzen, habt's gehört. Ansonsten dein spitzen Stein ist mal. Wir verloren. Ich sehe jetzt, hier sind wir hoch. Nochmal wieder runter.
Dann machen wir das hier vor. So, jetzt fahren wir wieder hier vor. Also, das ist halt wieder eine sehr geile Dohne in diesem Altbergbau, 16. bis 17. Jahrhundert. Da haben wir schon Schlagzeilen gesehen. Und wir müssen auf alle Fälle hier noch mal her. Hier gibt es so viel zu sehen. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach Hammer. So, das machen wir mal hier hinter. Ha. Ihr seht, wir sind die Folien schon eingebrochen. Und beziehungsweise die Bretter hier oben sieht man richtig die Schlägelspuren. Da oben im Fels, wie sie geklopft haben. Hier ist das Wetter auch wieder besser. Oben in der einen Ecke, da haben wir mit dem Messgerät wegen Probleme gehabt. Aber hier ist das Wetter wieder besser. So. Hier. Bessere. Das ist das Laufwerk und das sind die Stempel. Die quer drin lagen und das Laufwerk lag oben drauf, wo die Leute dann lang gelaufen sind, dass sie trockene Füße hatten. Beziehungsweise das wurde immer noch oben weiter hochgeschoben, damit sie weiter hochgekommen sind. Oh, hier scheint es ein bisschen runter zu gehen. Schaut euch den ganzen Scheiß an. Ach, gut. Wir fahren jetzt hier weiter ein. Ihr seht es, Gewölbe. Und Gewölbe deutet darauf hin, dass oben drüber ein Abbau ist. Und das haben sie stabilisiert mit einem Rundbogen gemauert. Hier kannst du dich wenigstens schön bewegen. Hier ist einwandfrei. Du siehst da die Seiten, hier sind wieder eingebrochen. Mega, jetzt fahren wir mal hier runter. Ah, du Sau. Schaut euch das an. Der Gang, der ging wieder bis dann auf, bei 10 Meter hoch abgebaut. Ja, und hier ist der interessante Teil. Hier ist ein Loch, da hängt eine Leiter. Und da müssen wir irgendwann einmal das Stegel runter gucken. Ach, das ist ja gar nicht. Warte mal, ich nehme hier hinter. Ja, das ist machbar. Gut, so schlimm ist das gar nicht. Gut, tu mich mal leuchten. Hey, guck mal, wir müssen hier an den Abgrund vorbei. Ihr seht, da gibt es schon ein paar Meter runter. Ach, du Sau, ohne ein paar Meter rauf. Gut, dann machen wir uns hier vorbei. So, sorry. Machen wir uns hier vorbei, dann sind wir durch. So, gucken wir mal. Zurück das Gerät, genau. Und hier, da müssen wir irgendwann einmal runter. Und hier geht es ab jetzt nach, das war der Schacht hier. Das Wetter ist hier super, ne? Geil! So, machen wir hier nochmal rein. Geil, jetzt richtig geiler Altbergbau. Ja, hallo, geil. Ja.
Hier ist wieder ein Schacht, wo es nach unten geht, ein paar Meter. Ne, ihr seht. Kollege ist jetzt hier vor. Vorne ist auch wieder das Seil an der Wand, wo es weitergeht. Ah, das ist schön grenzwertig hier. Geil. Richtig geil, Altbergbau. Wir kommen wieder.